Hallo, Freunde der Lichttechnik. Ich bin der Jens Peter und wir starten nun gemeinsam in den dritten Block unserer Videotutorial-Reihe. Dieser Block beschäftigt sich mit Cuelists und allem, was dazugehört. So schauen wir uns am Anfang den Programmer genauer an. Wir werden lernen, wie man neue Cuelists erstellt, neue Cues hinzufügt bzw. bestehende editiert. Wir werden uns den Lebenszyklus einer Cue genauer anschauen. Wir werden kennenlernen, was Cue-Trigger und Cue-List-Gruppen sind. Wir schauen uns Exekutoren genauer an und lernen die Auto-Prepare-Funktion kennen. Dabei nutzen wir die Informationen, die in den Videos der ersten beiden Blöcke enthalten sind. Solltet ihr diese Videos noch nicht gesehen haben, so empfehlen wir euch, dies nun nachzuholen. Weiterführende Informationen erhaltet ihr auch in den Videobeschreibungen der jeweiligen Videos, denn dort verlinken wir euch die jeweils relevanten Seiten aus unserem Wiki. Solltet ihr dann noch Fragen oder Anmerkungen haben, so schreibt sie entweder in den Kommentarbereich des jeweiligen Videos oder kommt in unser Forum. Gerade im Forum existiert eine große Community, die euch gerne hilft. Den Link zum Forum findet ihr in der Infobeschreibung dieses Videos. Doch nun wünschen wir euch viel Spaß beim Lernen von Cuelists in DMX Control 3 mit diesem Videoblog.